Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, freie Fahrt für freie Bürger, das war einmal. Inzwischen heißt es überwachte Fahrt für überwachte Bürger. Denn ab 2022 kommen die Assistenzsysteme für jedes Auto. Alkoholtester, Müdigkeitserkennung, Unfalldatenschreiber, Geschwindigkeitsregelung und Spurhalteassistent werden Zwang. Und auch beim Einparken haben Sie keine Freiheit mehr, denn hier kommen die Parksensoren. Früher wurde man zum mündigen Bürger erzogen, heute zu einem Technikgläubigen. Das alles wäre nicht so schlimm, wenn die EU die Hersteller nicht dazu zwingen würde, diese Systeme einzubauen. Das macht das Auto teuer, das macht die Wartung teuer und das schlägt insbesondere bei Kleinwagen deutlich zu Buche. Dabei können sich die Fleißigen, die auf ein Auto angewiesen sind, schon jetzt kaum noch ein gebrauchtes Auto leisten. Das trifft dann die Krankenschwester oder den Fabrikarbeiter, die früh morgens oder spät abends zur Schicht fahren müssen. Das trifft die Handelsvertreter, die Handwerker oder auch die ambulanten Pflegedienste. Deshalb ist unser Appell: Lassen Sie die freie Marktwirtschaft entscheiden. Lassen Sie die Kunden entscheiden. Keine Subventionen, keine Markteinschränkung. Freie Wahl für freie Bürger, auch beim Auto. Und lassen Sie auch die Hersteller entscheiden, welche Autos diese bauen möchten. Hören Sie mit dem Zwang auf. Denn mit der aktuellen EU-Verordnung werden Hersteller gezwungen, demnächst nur noch Fahrzeuge zu bauen, die umgerechnet 3,6 Liter Diesel verbrauchen. Ab 2030 dürfen die Autos dann nur noch 2,3 Liter Diesel verbrauchen. Technisch ist das weder heute noch in 10 Jahren realisierbar. So etwas wie Windwiderstände oder Rollwiderstände machen dies schlicht unmöglich. Aber damit die Bürger diesen Wahnsinn nicht merken, werden die Verbrauchswerte nicht in Liter pro 100 Kilometer angegeben, sondern in Gramm CO2 pro Kilometer. Weil die Hersteller nun diese Ziele gar nicht erreichen können, sollen diese Milliardenstrafen zahlen oder alternativ mehr E-Autos bauen. Allein für VW wird eine Strafe von 4,5 Milliarden Euro erwartet, Jahr für Jahr. Deshalb hat VW bereits angekündigt, in Deutschland demnächst nur noch die hochsubventionierten E-Autos zu bauen. Im Umkehrschluss bedeutet das nichts anderes, als dass die Verbrennerautos demnächst von VW im Ausland gebaut werden. Eine deutsche Traditionsfirma kündigt den Rückzug aus Deutschland an und die Kollegen von SPD, Grünen, FDP und CDU jubeln dabei. Aber wir als AfD, wir jubeln nicht, denn wir stehen an der Seite der Arbeiter in diesen Werken und wollen hier auch entsprechend dafür kämpfen. Denn wenn sich keiner wehrt, wird die Politik von Merkel und Laschet massive Folgen haben. Denn dann werden weder die Arbeiter am Fertigungsband noch die Arbeiter in der Zulieferindustrie mehr gebraucht. Aber auch die E-Autos wird VW nicht allzu lange in Deutschland bauen. Denn wenn diese keiner kaufen will, werden auch die Fabriken für die E-Autos geschlossen. Der komplette Kahlschlag in der Automobilindustrie droht. Doch dann, wenn es zu spät ist, dann bin ich mir sicher, holen die Altparteien wieder ihre Rezepte aus der Schublade. Subventionen und Zwang. Dabei bedarf es gar keiner Subventionen für die Autoindustrie. Die Firmen und auch die Bürger wollen lediglich die freie Marktwirtschaft und die freie Entscheidung. Bereits vor der Corona-Krise hatten wir einen wirtschaftlichen Stillstand in NRW. Das geht auch nicht an der Automobilindustrie vorbei. Mehrere Firmen haben Entlassungen angekündigt, allen voran Ford in Köln. Insgesamt sind in Deutschland 1,8 Millionen Menschen direkt oder indirekt abhängig von der Autoproduktion. Darunter Arbeiter bei Herstellern, bei Werkstätten, bei Zulieferfirmen. Diese Menschen und deren Familien schauen heute auf uns hier im Plenum. Zeigen wir ihnen, dass wir für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und für die Existenz ihrer Familien kämpfen werden und uns gegen die Verordnung der EU wehren werden. Helfen Sie mit und unterstützen Sie unseren Antrag. Vielen Dank.